Hier stehen wir vor dem alten Hallenbad, dem ehemaligen Hallenbad, ein Bauwerk ohne Funktion. Und Luca Finneisen fand diese Architektur sehr spannend und installierte hier ihre Intervention unter dem Titel Ergänzung. Mit Düsen wird sie eine Nebelwand, ein Nebelvolumen produzieren. Und je nach Wind und Licht wabern diese Nebelmassen aus dem Gebäude heraus, aus diesem Vorsprung heraus oder bilden, wenn kein Wind ist, einen Abschluss und ergänzen damit die offene Fassade. Luca Finneisens Installation ist zu bewundern, jeweils zur vollen und halben Stunde. Für 7 Minuten strömt dann das Wasser aus den Düsen heraus und es bildet sich ein Nebelvolumen. Ich bin gestern Abend mit einer Bekannten hier aus Arnsberg angefahren, um zur Kunstsommereröffnung zu fahren. Und da bin ich in erster Linie hier auf dieses Kunstwerk gestoßen, nämlich Schwimmbad, was den Menschen entgegenkommt. Da hat man einen ganz ungewöhnlichen Eindruck. Erstens möchte man drunter herspringen und möchte das Wasser erfüllen, weil es ja nur so ein dünner Schleier ist. Und dann ist man vielleicht wieder ein bisschen ängstlich. Ich könnte ja vielleicht da triefend rauskommen. Aber der allererste Eindruck ist also der überraschende. Da kommt Wasser auf uns zu.